Münchnerinnen und Münchner, wir haben jetzt eine Islamkonferenz. Und zwar eine offene und tabulose, ohne Lügen und ohne Verharmlosung und ohne Beschönigen. Wir haben einen Tabi aus dem Iran. Er ist ein Islamkritiker, obwohl er sich noch als Moslem bezeichnet, aber er sagt, für ihn ist der Koran nicht mehr bindend und er will auch, dass die Scharia nicht angewendet wird in Deutschland, dass der Islam sich von der Scharia verabschieden muss. Und hier haben wir Mahmoud, einen Moslem, der gläubig ist und der sich auch auf den Koran beruft, gell, und auch auf die Scharia. Und jetzt waren wir vorhin stehen geblieben bei der Frage, ob Moslems bereit sind, wenn sie hier in Deutschland sind, dass sie aus dem Koran die verfassungsfeindlichen Befehle streichen. Ja, all das, was mit dem Töten zusammenhängt in Befehlsform, was mit drakonischen Körperstrafen zusammenhängt, die nicht mit unserem freiheitlichen Staat in Verbindung zu bringen sind. Und deine Antwort war? Würdest du bereit sein, aus dem Koran die ganzen Befehle zu streichen, die dort in zeitlos gültiger Form drinstehen, tötet sie, unterwerft sie, bekämpft sie, schlagt die Frauen und so weiter und so fort? Da reicht nicht einfach ein Nein oder Ja. Ich sag Nein. Warum? Nein, weil du den Koran als Komplettes sehen musst. Im Koran steht genauso drinnen, liebe deinen Nächsten so viel, wie du dich selber liebst. Liebe einen Ungläubigen genauso selber, wie du dich liebst. Und das hat nichts damit zu tun, ob ich das rausstreiche. Ich kann nichts aus dem Koran rausstreichen. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ich bin Moslem, aber habe den Koran nicht in der Hand. Aber leider Gottes steht im Koran, seid barmherzig untereinander, unter den Moslems, aber hart zu den Ungläubigen. Ja, nein, in welchem Kontext steht das drin? Schau mal, du musst das ja immer, das ist ja das Ding. Du reißt das immer aus dem Kontext raus und sagst, so steht das im Koran drin. Ich kann nicht sagen, ich berufe mich nicht auf den Koran, weil genau das machen ja die Terroristen, gegen die ich was habe. Die sagen, ich lese im Koran, alle Ungläubigen müssen umgebracht werden. Aber der nimmt den Koran nicht als Ganzes. Und wenn du den Koran nicht als Ganzes nimmst, kannst du kein Moslem sein oder kannst nicht sagen, ich agiere nach dem Islam. Genauso wie ich nicht sagen kann, ich bin Christ, aber halte mich nicht an die Bibel. Das kannst du sagen, aber dann bist du ein guter Mensch oder sonst was. Nenn dich, was du willst. Aber jetzt schau doch mal her. Ja? Im Koran stehen die Todesbefehle drin und sie werden seit 1400 Jahren angewendet. Da kannst du doch nicht mal sagen, dass da irgendwas aus dem falschen Kontext genommen wird, oder? Wie siehst du das, Tabi? Erstmal schönen Dank, dass du diese Zeit uns gewährt hast, dass wir offen unterwegs sind. Also ich freue mich sehr, dass erstmal in München, hier im Marienplatz, eine offene Diskussion möglich ist. Das ist ein Fortschritt für München und Demokratie. Also was der Kollege hier als nicht, ich würde ihn nicht als Islamfanatiker bezeichnen, als ein guter Muslim, er ist genauso gegen Extremismus, genauso wie ich oder er. Also jetzt zu der Frage, ob man die verfassungsfeindliche Passagen von Koran streiten soll oder muss, das können wir nicht heute bestimmen, leider. Das ist eine unmögliche Diskussion, genauso wie wir sagen, wenn wir von Bibel die andere Passage streiten wollen, damit wir zum Beispiel Ruhe oder Frieden auf der Welt herrschen. Wenn wir auch unmöglicherweise auch genauso so viele Passagen streiten, herrscht auch damit überhaupt keine Frieden rein. Also mit dieser physischen Akt schaffen wir nicht sofort einen Frieden. Frieden schaffen wir erstmal in unserem Gehirn schon. Wir müssen diese Passagen, wenn er recht hat, in unsere Gehirn streichen bitte erstmal. Und wenn wir das tun, dann können wir vielleicht irgendwann, wenn er sagt, auch die physische Passagen streichen. Danke. Gut. Deine Meinung dazu? Ganz kurz. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Du bist doch dafür, dass wir offen miteinander reden. Wenn ich jetzt hier eine Moschee habe, du siehst, wie ich bete, neben dran steht eine Kirche und daneben eine Synagoge, so wie es jetzt schon ist, die Synagoge steht, die Kirche steht. Wenn da noch eine Moschee steht, meinst du nicht, dass wir uns dann alle besser verstehen und nicht noch mehr Hass verbreiten, so wie du es machst gerade hier? Also, wir verbreiten keinen Hass. Wir klären auf und wir warnen, Freunde. Und wirklich, warum
dürfen in islamischen Ländern keine Kirchen gebaut werden? Warum werden Andersgläubige verfolgt, diskriminiert und vielfach getötet? Warum werden 100.000 Christen jedes Jahr getötet? Wir bewegen uns doch hier nicht in einem akademischen, luftleeren Raum. Wir haben die koranischen Tötungsbefehle, die seit 1400 Jahren zum Töten hergenommen werden. Mit 270 Millionen Toten. Also ich weiß nicht, wo du immer den Kontext siehst, wo man noch Spielraum für friedliche Sachen hat. Der Koran ist ein Befehlsbuch zum Töten. Ist so. So, und wo siehst du die Lösung? Die Lösung ist darin, dass wir allen islamischen Verbänden in Deutschland, allen islamischen Organisationen, allen Moscheegemeinden und allen Koranschulen diese Verzichtsforderung vorlegen. Das haben wir übrigens schon gemacht. Wir haben dem Zentralrat der Muslime haben wir das geschickt. Sie sollen sich davon schriftlich distanzieren und sollen alle verfassungsfeindlichen Befehle streichen. Wenn sie das machen, haben wir den friedlichen, moderaten Euro-Islam. Dann können so viele Moscheen gebaut werden, wie sie wollen. Dann müssen wir auch keine Angst mehr haben, wenn ein Imam aus dem Koran predigt, dass dann gefährliche Tötungsbefehle unter das Volk kommen. So. Das ist genau das, was du erreichen willst. Ja. Aber das ist nicht das, was die Muslime wollen. Ich bin ein Moslem. Schau mal her. Du sagst gerade, du willst Frieden schaffen. Ich bin ein friedlicher Moslem. Ich bin da dann nicht mehr zufrieden. Dann wirst du nicht mal sauer sein, wenn du sagst, ich streich was raus. Du sagst uns gerade, wir sollen unser Buch ändern, damit es dir gefällt. Nein, nein, nicht damit es mir gefällt, dass wir in Frieden leben, Leute. Jetzt frage ich euch mal. Ist das deine Demokratie? Ich frage dich jetzt mal, was kannst du dagegen haben, dass die Tötungsbefehle gestrichen werden? Schau mal her, das Problem ist, ich bin doch Moslem, ich bete fünfmal am Tag, ich faste, habe ich jemanden getötet? Ich hab ihn. Passt mal auf, Leute, passt mal auf. Damit ihr wisst, mit was ihr es zu tun habt. Muslimen wird per Fatwa gesagt, solange ihr in der Minderheit seid, sollt ihr friedlich euch verhalten, sollt ihr von Demokratie und Integration und von Frieden reden. Sobald ihr die Mehrheit habt, sollt ihr den Dschihad machen und den Krieg ausführen und die Ungläubigen bekämpfen. Und davor warnen wir natürlich. Ja? Genau solche Leute gibt es. Aber es gibt genauso Leute, die hier am Marienplatz stehen und sagen, der Islam gehört verboten. Und darunter gehörst du. Und genau danach riechen wir unser Ziel nicht. Weil wir genau das nicht schaffen werden. Zusammenarbeiten. Wenn du nicht genau... Pass auf, Leute. Wir sagen nicht, der Islam muss verboten werden. Der Islam muss verfassungskonform werden. Das ist unsere Forderung. Also nochmal. Damit dieses Missverständnis eins für alle Mal beseitigt wird, weder ist der Schlutzenberger gegen Muslime, noch du bist gegen Muslime. Also, lass uns, okay, also, gut, ja, okay. Also, man kann glauben, dass er ist gegen ganze Muslime, man kann das glauben, aber er sagt, er sei gegen der verfassungsfeindliche Passage von Koran. Er sagt, okay, Moment, er darf das meinen, ne? Er darf natürlich davon. Okay, danke schön. Aber er kriegt keine Stimmen, das ach, ist das Problem. Ob er Stimmen kriegt oder nicht, das ist seine Sache jetzt. Ja, aber das ist... Ich meine, du lässt ihn jetzt ausreden. Ja. Gut. Also, hört mal bitte zu. Genau. Wenn jemand, der Herr Stürzenberger, also erstmal kritisiert wird, das ist... Er ist gegen den ganzen Islam und ganze Muslime auf der Welt. Das ist falsche Behauptung, also meines Erachtens. Ich darf auch so meinen, ne, bitte schon. Ja. Das ist meine Meinung. Aber er meint, nee, er ist leider gegen den ganzen Islam und ganze friedliche Muslime, weil er gegen die unfriedlichen Passagen im Koran plädiert und sagt, die müssen ausgestrichen werden von dem. Okay, das ist eine Wünschensvorstellung. Ob diese Wünschensvorstellung irgendwann realisiert wird, das kann ich leider nicht mehr bejahen. Der kann auch mehr bejahen, der kann auch du nicht. Also diese Passagen von Bibel, von Buddhismus, von Hinduismus, von Islam, von Koran,
steckt in unsere Gehirn, bitteschön. Unsere Gehirn ist wichtiger als das Buch, meine ich. Und deswegen müssen wir unsere Gehirne hier, bitteschön, ein bisschen züchtigen. Ja. Gut. Also, um das nochmal klarzustellen, wir fordern diese Verzichtserklärung auf die verfassungsfeindlichen Bestandteile, weil wir den friedlichen Fortbestand unserer Gesellschaft sichern wollen. Das ist der Punkt. Ein letztes Wort an dich, ganz kurz. Ich bin ein Moslem. Stell dir mal vor, hier läuft jetzt gerade ein Vater mit seinem Sohn durch und der ist Moslem. Und sieht diese Plakate hier, Islam, menschenfeindlich, frauenfeindlich. Meinst du, er fängt an, dich zu verstehen oder irgendjemanden hier zu verstehen? Genau weil du hier stehst, werden wir uns noch mehr hassen. Du bist kontraproduktiv für alles, was mit Jüdern oder sonst was zusammenhängt. Pass auf, Leute. Und das geht auch an dich, Mahmud. Wir sagen immer, wir haben nichts gegen euch als Menschen. Wir sagen alle herzlich willkommen. Aber wir fordern, dass das auf dem Boden des Grundgesetzes passiert. Auf dem Boden unserer Werte, unserer Zivilisation, die hier in Mitteleuropa seit Jahrhunderten sich gefestigt hat. Und da werden wir diese Verzichtsforderung, die werden wir stellen. Und jeder islamische Verband und jede Organisation, jede Moscheegemeinde und jede Koranschule, die sich weigert, diese verfassungsfeindlichen Bestandteile, und wir reden hier von Tötungsbefehlen, die jeden Tag irgendwo auf der Welt von Moslems ausgeführt werden. Wenn sie sich weigern, das zu streichen, dann zeigen sie damit, dass sie die irgendwann anwenden wollen. Und dann ist es gefährlich. So, jetzt machen wir Pause. 10 Minuten geht's weiter.